Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich eröffne die 142. Plenarsitzung. Sind Sie damit einverstanden, dass ich eine langsam eintretende Beschlussfähigkeit herstelle und feststelle? Gut, dann können wir mit die Sitzung eintreten. Erledigt sind die Punkte 1, 2, 6, 8, 9, 11 bis 13, 38 und 75. Gestern Abend tagte der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, der für den Entwurf des Wohnraum-Investitionsprogrammgesetzes einen Beschluss verfasste. Dieser wurde mit der Drucksache 6569 in Ihren Fächern verteilt. Die dritte Lesung steht unter Tagesordnungspunkt 76 auf dem Nachtrag der Tagesordnung. Gestern Abend tagte auch der Innenausschuss, der für das Gesetz zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes einen Beschluss verfasste. Dieser wurde mit der Drucksache 6571 in Ihren Fächern verteilt. Die dritte Lesung steht unter Tagesordnungspunkt 77 auf dem Nachtrag der Tagesordnung. Beide dritte Lesungen werden am Donnerstag aufgerufen. Zum Ablauf der Sitzung heute. Vereinbarungsgemäß tagen wir bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden und beginnen mit Tagesordnungspunkt 50. Dann folgt Tagesordnungspunkt 56 zusammen mit Tagesordnungspunkt 55. Und nach der Mittagspause beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 48. Heute fehlen entschuldigt Ministerpräsident Bouffier ganztägig, Frau Staatsministerin Puttrich ab 12.45 Uhr, Herr Staatsminister Schäfer ab 13 Uhr, Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann ab 17.30 Uhr, Herr Staatsminister Grüttner ganztägig, Herr Landtagspräsident Kartmann am Nachmittag, Frau Abg. Wallmann ganztägig und die Abgeordneten Quanz, Hartmann und Alex ganztägig wegen Erkrankung. Kollege Rudolph zur Geschäftsordnung. Herr Kollege Bellino, sein Blutdruck gleich richtig nach oben geht. Ja, ja, Frau Präsidentin, früher war es üblich, dass man mitgeteilt hat, wer Mitglieder der Landesregierung fehlten, Bundesrat oder Ähnliches. Ist das diesmal auch der Fall? Weil wir wissen ja nicht, was das für Termine sind. Kollege Rudolph, ich habe hier keine weiteren Mitteilungen als die Abwesenheitsmeldung. Kollegin, ich würde gerne weiterfahren in der Tagesordnung. Heute Abend um 19.30 Uhr wird die Fußballmannschaft des Hessischen Landtags gegen eine Auswahl von Politikvertretern der Region in Funkstadt antreten. Und jetzt noch einmal Geschäftsordnung. Frau Präsidentin, ich finde es ausgesprochen schwierig, wenn wir hier Gesetze in der ersten Lesung beraten und die zuständigen Minister nicht im Haus sind. Gut, ich erfahre gerade von der Regierungsbank etwas außerhalb der Tagesordnung, dass Sozialministerkonferenz ist, eine zweitägige, auf der sich Sozialminister Grüttner befindet. Es wäre vielleicht ganz schön, wenn man dann hier die Mitteilung entsprechend vorher hätte. Kollege Bellino, ebenfalls zur Geschäftsordnung. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich sehe es für notwendig an, zur Geschäftsordnung zu erklären, dass die Landesregierung selbstverständlich zu den entsprechenden Gesetzentwürfen vertreten ist. Wenn die Minister aus guten Gründen unterwegs sind, gibt es andere wie die Staatssekretäre, die das dann kompetent und sachgerecht vertreten werden. Insofern ist das kein ungewöhnlicher Vorgang, auch wenn wir uns freuen, wenn unsere Ministerinnen und Minister da sind. Aber wenn sie für unser Land Hessen an anderer Stelle tätig sind, ist dies auch angemessen. Und man braucht da so keinen Klamauk zu machen, wie das Teil der Opposition jetzt hier wieder tun. Kollege Rudolph.
da von Klamauk eben der Vorredner der Beredete war, der dazu reden kann mit Klamauk. Es war bisher üblich, dass die Landesregierung mitgeteilt hat, Bundesrat war unstrittig, das ist freitags, oder wenn Ministerpräsidentenkonferenz, das findet alles nicht statt. Auch das ist eine Frage des Stils, wie man mit dem Parlament umgeht. Und deswegen kann der Hessische Landtag erwarten, dass die zuständigen Minister hier anwesend sind, wenn es keine außergewöhnlichen Gründe gibt. Parteitermine gehören ausdrücklich nicht dazu. So, Kolleginnen und Kollegen, ich stelle fest, dass wir uns eigentlich bereits außerhalb der Geschäftsordnung befinden. Es wurde angemerkt von Herrn Bellino, dass Minister und Ministerin selbstverständlich aus guten Gründen fehlen können und vertreten werden. Es war hier nur das Anliegen, diese guten Gründe auch zu erfahren. Und ich glaube, das haben wir jetzt zumindest in dem einen Fall erreicht. Kolleginnen und Kollegen, heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommen folgende Ausschüsse zusammen. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss in Sitzungsraum 204M, der Europaausschuss in Sitzungsraum 501A und der Untersuchungsausschuss 19-2 in Sitzungsraum 510W. Und wir können jetzt in die Tagesordnung einsteigen.